willkommen zur Copa Europa, dem Aufeinandertreffen von Euroleague-Sieger und Champions-Cup-Gewinner. Ein echtes Prestige-Duell. Kann man wohl sagen, Wolf. Und den Titel wollen beide Teams natürlich gerne mitnehmen. Heute sehen wir Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute dran anknüpfen. So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Guido Pantaloncini wird die Partie hier heute übrigens leiten. Ja, der Pfiff des Unparteiischen ist fast ein bisschen untergegangen im Jubel der Fans. Aber wir sind schon mittendrin in der Copa Europa. Calhanoglu mit dem Fehlpass. Vidal. Alaba. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Alaba. Alaba. Jetzt Alonso. Klasse gespielt. Peña. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Brandt. Da kann er ihn stoppen. Den spielt er steil. Er spielt den Verteidiger aus. Xabi Alonso. Das Tor für den FC Bayern. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da mussten sie einfach den zweiten Ball verhindern. Jetzt geht's hier richtig los. 11 Minuten rum und das erste Tor ist gefallen. Da passt er auf. Und nun Boateng. Jetzt Vidal. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Robben. Das könnte gefährlich werden. Und da kommt er an den Ball. Und jetzt Bellarabi. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen. Neuer hält ihn. Klasse gemacht.
Die Bayern im Vorwärtsgang. An die Flanke könnten. Robben! Er macht ihn! Robben! Super vom Holländer. Da ist er wie so oft eiskalt vor dem Tor. Dieser Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Dragovic. Çalhanoğlu. Da gewinnt er den Zweikampf. Wird das seine Torchance? Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Brandt. Çalhanoğlu. Jedwai. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gute Idee, dieser Ball. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Da steht die Abwehr sicher. Robben. Lahm. Jerome Boateng. Alaba jetzt am Ball. Alaba. Vidal. Da passt er auf. Das könnte die Chance werden. Jetzt Alonso. Douglas Costa jetzt. Und den spielt er gleich wieder zurück. Peña. Und Alonso. Den spielt er gut. Gute Ballführung. Peña. Und da ist das Tor. Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Lars Bender. Çalhanoğlu. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Oh, Kevin Volland, eher kein gutes Spiel heute. Schade eigentlich. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld.
Jetzt Alonso. Und jetzt vielleicht. Robben geht nach vorne. Gutes Tackling. Peña. Sauberes Tackling von ihm. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Könnte eine Gelegenheit werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Brandt. Alaba. Jetzt liegt es vor allem an den Da kommt der Schuss. Guter Versuch, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das Team geht im Spiel. Es gibt einen Wechsel bei Leverkusen. Und damit rollt der Ball in den zweiten 45 Minuten hier in der Copa Europa. Schauen wir mal, was die Teams uns jetzt zeigen. Vidal. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt nochmal die Bayern. Das gibt Abstoß. Dragovic. Da passt er auf. Xabi Alonso am Ball. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und jetzt die Chance. Den Ball hält er gut. Super Einsatz vom Torhüter. Jetzt gibt es Eckstoß. Abwehr hat aufgepasst. Also die Entscheidung um seine sportliche Zukunft ist gefallen, denn in Kürze spielt er für Manchester City. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat für den Spieler. Es ist sonst eine sehr unangenehme Situation. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Abgefangen, gut gemacht. Çalhanoğlu. Da trennt er ihn vom Ball. Und Alonso. Robben. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Das könnte gefährlich werden. Jetzt Bellarabi. Die Mitspieler bieten sich an. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Buschi. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Auswechslung bei FC Bayern. Und nun Bellarabi. Jetzt Rothmann. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber jetzt vielleicht. Da ist der Treffer für die Münchner.
ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Leverkusen wechselt. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Gleich hier der Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Er nimmt ihm den Ball ab. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Robben bekommt die Unterstützung. Klasse Tackling hier. Kampel. Da kann er ihn stoppen. Chicharito. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Er ist lahm am Ball. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Jedwai. Jetzt Bellarabi. Er passt ihn auf den Flügel. Im Moment kommen sie. Und jetzt die Chance. Weiter gefährlich. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Strootmann. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Da kommt der Schuss. Spielt den Ball direkt zurück. Da der kommende Gegner der Leverkusener. Ja, es geht gegen Werder Bremen im nächsten Bundesligaspiel. Und da müssen sie sich wohl keine großen Sorgen machen. Lahm. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Bellarabi am Ball. Nur Boateng. Lahm. Und Robben. Jetzt nochmal die Bayern. Robben. Sie ziehen heute top. Schuss! Oh, da trifft er die Latte. Der Ball ist drin. Gute Entscheidung vom Trainer, den einzuwechseln. Der macht das Tor. Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Kurz vor Schluss treffen sie hier nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Thank you.
Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Kampel. Das könnte gefährlich werden. Schöne Flanke. Schwache Flanke, kein Problem für die gegnerische Abwehr. Brandt. Lahm passt auf. Die Bayern haben den Sieg. Die Partie ist abgepfiffen. Da soll noch mal einer sein.